Hallo und willkommen zurück bei Kerbal Space Programm 2. Heute steht Mission Moon auf dem Plan. Und dafür müssen wir aber erstmal unsere Rakete anpassen. Wir laden nochmal die aus der letzten Folge, die uns zumindest schon mal hingebracht hat. Da ist er auch schon hoch. Und ja, die müssen wir ein bisschen modifizieren. Da habe ich mir jetzt überlegt und da habt auch richtig geschrieben. Viel hilft viel, sehe ich auch so. Und da war ja meine Überlegung schon aus der letzten Folge, dass wir einfach mehr von den Boostern mitnehmen. Wenn wir davon mal 4 mitnehmen, dass die uns schon mal in den Orbit bringen. Und das Haupttriebwerk erst dann später gezündet werden, beziehungsweise die uns raus aus der Atmosphäre irgendwie bringen. Und ich möchte auch versuchen, auf dem Mond zu landen. Das heißt, hier oben, da müssen wir auch nochmal basteln, dass das funktioniert. So, das eine große, das kommt mal hier mit in die Feuergruppe. Ich war kurz bei einem anderen Spiel. Sorry, in die Ladegruppe hier. Ihr wisst, was ich meine. So, das und das. Also, die 4 dürften uns doch mindestens schon mal so ein paar Kilometer hochbringen, ne? Dann damit und ja, auch der Wiedereintritt, den ich in der letzten Folge gemacht habe, wovon ich ausgegangen bin, dass das vielleicht nicht so klug ist, aber das war gar nicht verkehrt und habt auch geschrieben, doch, das wird häufiger mal so gemacht. Immer mal so die Atmosphäre touchiert, dass man die Geschwindigkeit reduziert, dass sich dann der Orbit wieder verringert und so weiter und so fort. Und ja, auch vielen Dank dafür wieder für die sehr hilfreichen Tipps. Ich lese mir das alles durch und auch ein paar Mal, damit auch ich das irgendwie raffe, aber das Ding ist ja immer, man kennt es vielleicht selber. Ich hoffe, dass das auch andere Leute kennen. Das Lesen und auch das Verstehen ist die eine Sache, aber das Umsetzen, das gleichzeitige Gelesene, Verstandene auch umzusetzen und dann im richtigen Moment das Richtige zu tun, das ist immer nochmal so eine andere Sache. Da muss man sich erstmal so ein bisschen reinarbeiten und das geht dann nicht von heute auf morgen. Also seid mir nicht böse, wenn es in den nächsten 100 Folgen vielleicht noch nicht so hundertprozentig zur Anwendung kommt. So, also da ist er, unsere Kleine, warte mal, die hier unten, ja, danke, ja, genau, danke dafür. So, hau das mal weg. So, da baue ich aber mal die Verstrebung, wo sind die denn? Die baue ich jetzt nochmal neu dran und auch der Hitzeschild, habt ihr mir geschrieben, der, da passiert gar nichts, der hält das locker aus. Aber so ein seichter Eintritt in die Atmosphäre ist wohl besser. So, die stabilisieren wir nochmal, die Raketen. Die Booster. Halt, nee, warte mal. Das also der Bilder, der springt manchmal so ein bisschen hin und her. Habt ihr das Problem auch? Oder ist das nur bei mir? Halt, warte mal. Hier oben sind da noch welche. Ah ja, perfekt. Super. Ist das mittig? So, die sollten eigentlich reichen, oder? Ich denke schon, dass das reicht. So, okay, dann haben wir das. Dann haben wir die große Stufe hier unten. Dann haben wir ja noch die kleinere Stufe. Und für die Landung auf dem Moon, da müssten wir uns was überlegen. Also ich möchte dann mit der Kapsel, mit der ich dort lande, auch direkt wieder zurückfliegen, ohne vorher nochmal irgendwo im Orbit um Moon anzudocken und dann wieder alles zurückzubringen. Sondern das so machen. Wir haben ja auch noch die Aufgabe, dass wir dort erstmal einen Orbit kreieren müssen um Moon. Wir können ja mal schauen, wie viel hin und zurück. Wir haben doch mehr als 5600. Meckert der jetzt wieder rum, weil ich... Warte mal. Das wären 5800. Das ist echt nur so wenig, hä? Oder jammert er wegen dieser... Wegen dieser Gruppen hier wieder rum? Da bin ich mir manchmal nicht sicher. Also hinkommen wir. Na gut, ich wollte ja eh noch weiterbauen. Dann baue ich jetzt erstmal weiter. Halt, klapp dich hier mal wieder zurück. Moment, hat er 2 verschieden? Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Einmal ausgeklappt, dann nochmal mit ein paar mehr Details. Aha, interessant. So, okay, das und das und jetzt hier oben, huch. Da müssten wir es ab... Da ist der Hitzeschild, genau. Also mit dem Teil möchte ich dann wieder zurückkommen.
Und dann nehme ich auch hier mal die Landestützen ab. Ich packe die mal hier hin. Da muss noch ein Entkoppler in dem Fall noch mal drunter. Hier ist zwar noch einer drauf, aber den brauchen wir ja später sowieso. So, einmal das. Und jetzt bräuchten wir noch eine kleine Landestufe. Boah, shit. Je nachdem, wie ich den Orbit vorher hinbekomme. Oh, das ist mir vielleicht zu wenig. Wenn wir wieder zurück wollen, glaube ich mindestens das hier nochmal dran. Nee, okay, das nicht. Was ist das denn hier? Mini-Booster. Ach. Aha. Ja, nee, das sind die. Ach ja, stimmt, wir haben jetzt die noch größeren bekommen. Ah ja, genau, ich hatte ja die eigenen da gebaut, dass ich die so ein bisschen mit dem Schub variieren kann. Eigentlich, das müsste doch reichen, oder? Das Ding ist nämlich, wenn ich dann hier unten Landestützen dran bauen will. Und ich fahre die Dinger mal aus. So, hier haut's hin, ne? Dann könnte ich landen, wenn ich halt hier so ein großes Triebwerk hinpacke. Ja, das haut dann um so einen Meter nicht hin. Das ist nicht viel, aber es reicht einfach nicht. Ja. Also wenn ich nur drauf landen wollen würde, würde ich hier eine Stufe, also einen kleineren Tank mitnehmen. Aber ich möchte ja gern wieder zurück. Ja, scheiß drauf, komm. Anders denkt sich die NASA doch auch nicht. Scheiß drauf, wir probieren es einfach mal. Was soll schon schief gehen? Oder? So. Ja, da ist der Entkoppler dann daran. Aber was ich in dem Fall nochmal mitnehmen würde, das sind unsere kleinen, hier diese RCS-Teile. Und davon ja am besten immer vier, ne? Also ich habe immer gern vier mitgenommen, dass die in jede Richtung da einmal ausgleichen können. Aber da fehlt dann ein bisschen der Monotreibstoff noch. Hier. Ach, das wäre auch noch mal so ein Ding obendrauf. Brauchen wir ja für den Wiedereintritt nicht. Deswegen unter den. Ja, das ist schon ein recht hohes Teil, was ich dann dort landen würde. Nee, warte mal, mir fällt was ein. Wir haben doch. Ach shit, das ist nur so groß. Ach so, man kann es auch verbreitern. Naja, gut, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ja. Dass ich mir das Landeding oben irgendwie einpacke. Weiß aber nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Dann würde ich, glaube ich, unter Umständen. Ich bräuchte das eine Nummer größer. Dann könnten wir nämlich auch sagen, wir nehmen einfach. Mit Sicherheit eh, also das, ne, professionellen Raketenbau braucht er hier nicht erwarten. Ich denke, das haben die meisten auch mittlerweile realisiert. Wenn ich hier einfach noch mal da noch mal ein bisschen mehr gleich mitnehme, wie sieht's denn aus? 1200. Ja, nee, da haut die Anzeige doch wieder nicht hin. Ach so, weil er das hier oben. Ja, der rafft das manchmal nicht. So, warte mal. Als erstes mal starten die Teile hier unten. So. Danach eigentlich das hier. Das kommt hier mal ganz hoch erstmal. Wir müssen mal wieder durchsortieren. So, einmal das. Das sind ja die Kappler für die. Ist ja alles durcheinander.
Hier ist das Teil. So. Es könnte jetzt halt schon wieder zu schwer sein. Das ist mit Sicherheit auch alles zu groß und zu blöd gedacht gerade. So, der. Nein, doch nicht in eine. Oh, Spiel. So, warte mal. Erstmal die hier. Zack, zack. Genau. Danach das weg und das. Es könnte jetzt schon wieder zu wenig Schub sein, dass die Kiste gar nicht abhebt. Trotz der 4 Booster, die ich da an die Seiten gebaut habe. So. So, okay. Dann haben wir das, das. Dann das, genau. Das und das. Ja, das und das. Genau. Hier steht jetzt auch nur 6400. Das war aber, also vor dem Science Update, na gut, da hatte man auch alle anderen Größen an Triebwerken und so. Da war es gar kein Problem, dahin zu kommen. Ist das wirklich nur so wenig, was ich dabei habe, ja? Ja, kann schon sein. Ihr werdet mir bestimmt schon wieder schreiben, was hier nicht hinhaut. Aber ich will es jetzt, auch wenn da zu wenig steht, ich möchte es jetzt trotzdem einfach mal wissen. Ich vermute, die Booster, die jetzt alleine gleich zünden, kriegen das Teil nicht in die Luft. Da das Ding jetzt so lang ist. So. Speicher das Ding mal. Ich mache da mal eine 3 draus. Könnte nämlich sein, dass das komplett schief geht. So, das haut alles hin. Das ist jetzt nur erstmal ein Test, ne? Ob das überhaupt so geht, wie ich es mir denke. Der Moon ist vermutlich eh nicht in richtiger Position. Nee, ist er nicht. Lassen wir mal kurz die... Halt! Ah, verdammt. Ja, okay, das war einmal zu viel. Kamera. So. Ja, so ungefähr. Okay. Ah, guck mal, bei Nacht auch nicht verkehrt. Das sieht ganz hübsch aus. Ja, da hinten ist er. Perfekt. Da wollen wir theoretisch hin. So. Okay. Ich gebe mal Vollschub. Haben wir schon. Da würde ich sagen, Zündung in 3, 2, 1. Go! Falsche Richtung, falsche Richtung. Nicht in den Erdkern bohren. Nicht in den Erdkern bohren. Er bohrt sich in den Erdkern. Ja, okay. Einmal unten aufs Trampolin. Ich habe die Vermutung. Oh, 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 oh. Die ist aber noch nicht explodiert. Ich bin begeistert. Okay, pass auf. Naja. Sie fliegt, also sie schwebt. Immerhin. Okay, dann weiß ich, was wir verändern. Wir erhöhen einfach die Anzahl unserer Startbooster. Ihr wusstet wahrscheinlich schon genau, was passieren wird. Ich musste es jetzt erstmal testen. So, dann machen wir statt 4, dann machen wir da jetzt 6 draus. Das ist ja, für mich ist es ja überhaupt gar kein Problem, da jetzt ein bisschen Individualität zu zeigen. Ah, diese komischen Nippel hier unten dran. Was sind die anderen? Die sind weg. Okay. Da muss ich aber nochmal welche dran bauen. Weil die halten die Kiste echt schön stabil. So, oder? Haut das jetzt hin? Die 6, ja, ja. Was sagt das hier? Ja, weiß ich nicht. Mir egal. Ich will es probieren. Komm, nächster Versuch. So, jetzt müssten wir wieder warten. Darf ich nicht vergessen, dass der Planet sich schneller dreht, als der Mond einmal drumherum düst. Einmal bis in den Süden ungefähr. Ja, okay. So, jetzt ist leider nicht Nacht. Aber das sah echt geil aus gerade, ne? Bei Nacht war schon nicht schlecht.
Gut, ich würde sagen, Vollschub und wir testen es nochmal. 3, 2, 1 und Zündung! Jawohl! Langsam, aber gemächlich. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie hoch komme ich da mit den 6 Boostern. Das hat schon was. Jedes Mal aufs Neue, wenn man eine Rakete testet. Auch wenn ihr euch vielleicht vorhin ein denkt, oh, das geht aber schief, denke ich mir manchmal noch, naja, mal gucken. Vielleicht ja auch nicht so ganz so. Warte mal. Ein wenig neigen, habe ich gelernt. So, ich habe das Schwungrad vergessen dran zu bauen. Ja, ist aber kein Problem. Eine leichte Neigung drin, die ich jetzt nicht so gern habe. Ich komme da nicht wirklich gerade. Bleibt es noch okay, das kann ich noch ausgleichen. Ja, neigt sich schon zu weit, das möchte ich gerade noch gar nicht. Aber wir kommen schon mal relativ hoch. Spätestens gleich, wenn ich sie abkoppel, sollte das eigentlich gehen. Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen hier auf dem Kurs links auf meinem Navigationsball. Wie viel Treibstoff ist noch drin? Nicht mehr viel. Okay. Okay, sehr gut. Nichts explodiert. Oder an die Rakete gehauen. Dann bin ich ja schon mal zufrieden. Machen jetzt mal eine schöne Power-Apsis. So, Vorsicht da unten, liebe Kollegen. Das könnte gleich ein bisschen laut werden, wenn die Dinger wieder im Weltraumhafen einschlagen. Wenn wir nicht wegkommen sollten vom Mond und ich... Ich entscheide mich dazu, dass wir dort bleiben. Komm, gib mal Schub, sonst kommen wir gar nicht mehr vorwärts. Dann lassen wir den da und holen ihn später mal mit einer anderen Raumfähre ab. Ja, wobei, dann hätte ich wenigstens eine Antenne drauf bauen können. Na gut, das Ziel ist ja eigentlich, wir machen erstmal die Mission. Wir gucken erstmal, ob wir die Mission hinkriegen und dann können wir hoffentlich noch drauf landen. Wenn wir das mit einem zweiten Flug machen müssen. Ja, ich komme nicht so wirklich aus dem Arsch hier gerade. Aber wenigstens so eine 75 Kilometer Apoapsis wäre schon gar nicht so verkehrt. Jetzt bin ich mir unsicher. Ich wäre jetzt gern eigentlich mit der AP schon viel höher, dass ich bis dahin das Triebwerk stoppen könnte, aber nicht bei 60 Kilometer. Wenn die jetzt bei 80, 90 wäre, hätte ich gestoppt, hätte ich den Schub runtergenommen, wäre dann bis hingedüst und hätte dann wieder Schub gegeben. Aber in dem Fall... So, wir können jetzt schon mal einlenken. Jetzt sind wir bei 76, 77 Kilometer, wunderbar. Und jetzt hier auf 90 Grad. Habt ihr mir auch geschrieben? Und ja, das Phänomen kenne ich, dass man auch manchmal den Nachbar so ein bisschen Richtung Erde neigt. Ne? Das macht die im echten, in der echten Raumfahrt auch. Das haut schon hin. Gerade für den Orbit ist das eine ganz feine Sache. Aber ich bleibe jetzt hier mal so bei knapp 90 Grad. Da hinten ist das Ziel. Da steuern wir drauf zu. Also man muss sich das ja so ein bisschen klar machen, dass das ja so ein ständiges Fallen ist, was man da hat im Weltraum. Ne? Also fliegen ja, aber man fällt ja mehr oder weniger in einer Tour nur irgendwo runter. Je nachdem, von wo man schaut. Jetzt der Orbit, sehr gut. Und dann haben wir noch zwei Stufen. Gucken, wie weit uns das Ding noch trägt. Wäre schon cool, wenn der sich noch ein bisschen ausprägen könnte in dieser Stufe jetzt, aber würde ich mich freuen. Und ja, Manöverplan und so können wir von mir aus mal machen. Okay, sehr schön. Dann hat das bis hierhin ja schon mal ganz okay funktioniert. Ich trenne die Kiste mal ab.
Tschüssi. Das Ding fliegt dann wieder zurück, dreht einmal eine Kurve und dann dürfte der hier wieder auf Körben landen. So. Ich plane jetzt in dem Fall kein Manöver, weil ich davon ausgehe, dass ich weiß, wie ich da hochkomme. Zum Moon. Das ist das, was ich mir damals als erstes eingeprägt hatte. Wenn man zum Moon will bei KSP1, wenn der hier 90 Grad rüber steht und du dann so einen recht normalen Aufstieg hast, fängst du den eigentlich immer hier oben irgendwo ab. Kann man mittlerweile eigentlich geplante Manöver automatisch ausführen lassen vom Spiel, oder? So, noch ein bisschen. Gleich müssten wir rechts hier irgendwo bekommen. Also hoffe ich. Jo, da ist er. Perfekt. Das wäre eine Periapsis bei Moon von 400 Kilometer. Wir brauchen unter 200. 145. Perfekt. Wunderbar. Dann nehmen wir das mal so mit. Und dann können wir dahin düsen. Sehr schön. Das hat auch schon mal gut funktioniert. Wir haben noch einiges an Treibstoff. Perfekt. Da freue ich mich jetzt. Jetzt hier oben sieht es jetzt in dem Stadium unserer Reise viel besser aus als noch zu Beginn, finde ich. Auch hier gerade so in der Entfernung die Wolken, das ist ganz geschickt gemacht, finde ich hier auch. Ganz cool. Das Anti-Aliasing vom Spiel ist aus der Hölle, ey. Das ist echt scheiße. Vielleicht muss ich da über einen Nvidia-Treiber mal was erzwingen. Das ist schon auf höchsten Einstellungen hier alles. Aber es geht. Je höher die native Auflösung vom Spiel selbst oder vom Monitor oder was auch immer, da sieht das schon mal besser aus. Aber trotzdem. Gut, aber die Optimierungen kommen eh immer erst am Ende. So, man kann doch auch. Warte mal, das probieren wir jetzt mal. Speichern mal, bevor was schief geht. Wenn ich jetzt sage, wir fliegen jetzt mal bis hierhin, vorspulen zu Punkt. So. Sehr gut. Dann fangen wir uns gleich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Fängt er uns gleich ein? Ah ja, so rum kommen wir rein, genau. Ja, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. So, und wir sollen also eine Apoapsis von weniger als 2400 Kilometer und eine Periapsis von mehr als 60 Kilometer. Und das machen wir jetzt gleich erstmal. Weniger als 2400 haben wir. Die die Periapsis beträgt 145 Kilometer. Und jetzt kümmern wir uns erstmal dann, wenn wir hier sind, um die AP. Und dann holen wir die. Na gut, nee, die Periapsis kann ja so bleiben. Wir müssen nur die AP unter 2400 Kilometer kriegen. Das ist aber kein Problem. Auch dafür plane ich mir jetzt kein Manöver. Man kann halt, wenn man so einen Manöverpunkt erstellt, die. Ich weiß jetzt nicht, wie das. Damals hattest du dann hier, kannst du draufklicken und sagen, okay, hier Gegenschub würde ich dann auch geben. Und dann wird die Geschwindigkeit verlangsamt und dadurch fängt der uns dann ein und können wir dann so ein Orbit bauen. Macht er das automatisch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ne, man sieht dann halt, das ist das Coole, man sieht dann, wann man zünden muss und wie lange. Benötigtes Delta V steht hier auch da. Dann kannst du noch andere Bahnanpassungen vornehmen. Aber für einen Moon, da mache ich das eigentlich alles nach Gefühl, wie so vieles in der Raumfahrt. Und bei anderen Himmelskörpern, da habe ich dann schon eher die Manöverpunkte auch mal genommen und da was erstellt oder vorher probiert oder wie es am besten läuft und so. Macht er das jetzt automatisch? Ich glaube es nicht. Das hier ist Vorspulen bis zum Dings, ne? Machen wir jetzt mal. Ah, wo ist er? So, ausrichten und dann hier Zündung in 40 Sekunden. Okay, da warten wir mal. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Käffchen. So, perfekt. Zündung kommt gleich. Da ist er. Und da gehen wir heute runter. So, mit Y kann man direkt Vollschub geben. 3, 2, 1. Zündung. Für. Ach, hier unten, das läuft ab. Ach, cool.
So, wenn das vorbei ist, dann haben wir genau das, was wir uns da errechnet haben. Jo, da haben wir auch die Mission erledigt. Absolut perfekt. 2, 1 und Stopp. Okay, das ist schön. Das ist eine sehr schöne Anzeige hier unten. Die gefällt mir. Doch, da bin ich sehr glücklich mit. Die kenne ich so aus dem ersten Teil nicht. Genau, da haben wir jetzt auch ziemlich genau das zusammengebaut. Was war... Nee. Den Dings hier wollte ich... Zack, weg damit. Ja, perfekt. So, und jetzt möchte ich euch gleich mal zeigen, wie ich das all die Jahre gemacht habe, um da auf dem Mond zu landen. Natürlich den Orbit verringern. Da würden wir jetzt bis zur AP fliegen. Dann würde ich den PE verringern. Wir könnten auch die AP eigentlich direkt nochmal ein bisschen verringern. Huch. Ist hier noch genügend Treibstoff da? Wir könnten die Sache echt ganz entspannt angehen. Warte mal, das muss ich aber... Huch, huch, schon wieder Kamera. Huch, schon wieder. Ah, sorry, ich will hier nicht. Ich weiß nicht, warum er sich hier manchmal... Ich gebe mal ein bisschen Schub, dass die AP verringert wird. Machen wir mal eine AP von 100 Kilometern. Jetzt switchen die beiden Punkte, genau, weil die AP jetzt, beziehungsweise PE ist jetzt die ehemalige AP und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt düsen wir zur PE. Zack. So, selbe Spiel. Nochmal entgegengesetzt drehen. Dann zünden. Ach, herrlich. Es macht so unfassbar viel mehr Spaß mit dem Wissenschaftsmodus, seitdem der drin ist. Im Vergleich zum Beginn. So, sehr schön. Jetzt kommen wir gleich an unseren Punkt. Und dann reduzieren wir die... Ah, nee, warte mal. Ich möchte eigentlich... Na, okay, wir... Na, wir probieren das direkt mal mit der Landung. So, pass auf, folgendes. Ich möchte gern, dass wir hier irgendwo landen. Das heißt, wir werden jetzt den Gegenschub so einstellen, dass der uns hier hinten irgendwo hin zeigt, wo wir runterkommen. Aber da wir, durch dass wir nachher noch mehr Gegenschub geben. So, ja, ruhig weiter, ruhig weiter. Ganz entspannt. So, 9 Kilometer. Ganz flach. Und wenn wir dann hier ungefähr irgendwo sind, gebe ich kompletten Gegenschub. Dass wir sozusagen dann nur noch senkrecht nach unten fallen. Und dann trenne ich irgendwann die vorletzte Stufe ab. Dass wir mit der letzten nur noch wenig Schub geben müssen, um das auszutarieren, dass wir dann auch landen können. Und dann sollten wir auch genügend Treibstoff haben, dass wir wieder zurückkommen. Okay, soweit so klar, hoffe ich. So. Okay, dann. Achso, können wir hier eigentlich nochmal Experimente machen? Nee, okay. Da müssen wir erst näher ran und halt auch eine Mondprobe mal mit nach Hause nehmen. Direkt mal eine Tonne Mondgestein mitschleppen. So, wir spulen mal ein bisschen vor. Wir können jetzt sehr, sehr nah runter bis auf die Bodenhöhe. So, da beginnt dieses große Tal. Mar de la Luna oder so. So. So, dann könnten wir uns eigentlich einen schönen Landepunkt mal raussuchen. Dass wir hier irgendwo runterkommen. Die Musik ist ganz geil im Hintergrund. Gefällt mir richtig gut. Wir haben echt sehr viel Treibstoff noch mit hier, um zu landen auf jeden Fall. Das reicht dicke aus, das schaffen wir. Ein bisschen Gegenschub geben wir schon mal. Dann tauchen wir gleich mit unserem Orbit in den Planeten ein. Mond, Himmelskörper, was auch immer. So. Ja, so hier ungefähr habe ich mir gedacht, dass wir hier runterkommen. Hier, da wo es so schön grau ist. Dann können wir auch das erste Mal eine Flagge hissen, wenn wir da gelandet sind. Man könnte im ersten Teil seine eigenen Flaggen importieren, das geht hier bestimmt auch, oder? Ich habe es noch nicht probiert, aber
müsste auch gehen. So, noch ein bisschen mehr Gegenschub. So, 200 Meter pro Sekunde. Jetzt kommen wir hier ungefähr runter. Ja, noch ein Stück. Hier hätte ich es ungefähr. Hier. So, sehr gut. Okay. Ja. Und dann könnten wir gleich den Schub nochmal so weit anstoßen, dass wir auf mehr oder weniger 0 Meter pro Sekunde kommen. Das heißt, wir stoppen dann den Vorbeiflug und fallen dann nur noch nach unten. Und dann ist ja auch... Ja, okay, da hat sich die Kamera nochmal angepasst. Und dann ist ja auch überhaupt kein Problem, wenn man nach unten fliegt und das hoffentlich ziemlich gerade ist, die Oberfläche, dass man dann die Kiste da anständig absetzen kann. Das Problem für mich ist jetzt ein bisschen, dass es relativ hoch ist. Hier relativ lang diese Landestufe. Achso, RCS könnten wir anschalten. Dann tarieren die das schon ein bisschen aus hier. Lasse ich jetzt mal noch. Wir sind aber noch 19 Kilometer hoch. Wir sinken jetzt nochmal. Bauen dadurch wieder Geschwindigkeit auf. Aber ich würde mal sagen, so bei, boah, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 5 und 10 Kilometer oder so. Das muss ich jetzt nochmal testen, wie wir das am besten machen. Gebe ich nochmal Gegenschub, dass wir vielleicht so gut wie alles hier nochmal aufbrauchen können. Dass wir einfach so wenig wie möglich von der letzten Stufe nehmen müssen. Ja, die Musik ist geil im Hintergrund. Dieses leichte Trommeln hat was. Gefällt mir. Ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht nach dem Start, dass es so gut bis hierhin klappt. Aber mal schauen, wenn wir die Kiste noch zurückkriegen mit dem Bill, dann hat er auf jeden Fall erstmal ordentlich was zu erzählen, wenn er wieder zu Hause ist. So, ich gebe schon mal so ein bisschen Gegenschub. Ich lasse das auch auf Retro-Gerade, müsste das hier sein, oder? Das hier ist Pro-Gerade. Das hier ist Retro-Gerade, wie die anderen Dinger sich nennen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, die richtet sich jetzt halt automatisch. Ne? Ah ja, okay, jetzt waren wir ein bisschen zu schnell. Ne, passt. Wir kommen jetzt senkrecht runter. Sehr gut. Perfekt. Jawohl. Sehr gut. Und wir haben sogar noch was drin. Da können wir noch, ja, einiges vom Treibstoff dieser Stufe hier verwenden. Okay. Ey, sieht gut aus. Na, nicht kippen. Was war das? Kleiner Luftzug hier oben oder wie? Was war das denn? So, warte mal. Das hier dauert ja jetzt alles relativ lange. Ich erhöhe mal noch mal kurz die Geschwindigkeit, dass wir bei so ein paar Kilometer sind. Jetzt sind wir wieder bei 100 Meter pro Sekunde. Aber kein Problem, das können wir noch mal locker entgegenschieben. Nochmal so auf 10 Meter runter. So. Ja, ein bisschen Treibstoff ist noch drin. Das sieht echt gut aus. So, gut, dass wir auch alles dabei haben, auch Fallschirme. Ich müsste die nur rechtzeitig abtrennen. Das Problem ist, weil das Ding fällt dann gerade nach unten, wenn ich es gleich abtrenne. Der Rest aber auch. Entweder das Ding platzt unten auf und springt dann weg, dann haben wir Glück. Oder wir landen direkt drauf. Na komm, ein bisschen Gegenschub machen wir mal noch. Gehen wir nochmal auf 10 Meter pro Sekunde runter. Oder ein bisschen weniger. Das dauert so natürlich alles sehr lange hier mit dem Abstieg. Aber ich denke, das ist relativ sicher auch, oder? Jo, da ist er leer. Wenn wir dann so mit, ja, so wenig wie möglich Metern pro Sekunde landen, ich glaube so 7 Meter pro Sekunde mit Landestützen ist kein Problem, können wir ja schon mal ausfahren. Zack. RCS brauchen wir bisher gar nicht, weil wir sehr gerade runterkommen.
So, gleich kommt das Ding auf. Da ist der Schatten von dieser abgetrennten Stufe und gleich gibt es eine Explosion. Oh, Alter, what? Okay, das sah ja mal mega gut aus. Okay, das hat mich positiv überrascht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, wir lassen uns mal noch ein bisschen sinken. Oh, ich hoffe, der Treibstoff reicht, aber... bin ich mir nicht sicher. Mal einzustellen, dass wir so mit 4-5 Metern pro Sekunde jetzt erstmal sinken. Das sieht doch ganz gut aus. RCS könnte ich anmachen, ist auch an, wird aber gar nicht benutzt, weil wir sehr gerade runterkommen, der hier überhaupt gar nichts austarieren muss. Ja, könnte sein, dass es nicht reicht für die Rückkehr. So, 40 Meter noch. Meter pro Sekunde. Es ist ein bisschen abschüssig hier. 0,6, 0,5, 0,4, 3. Bisschen wenig, sonst steigen wir wieder. Bleib stehen, bleib stehen. Yes! Okay, das hat gerade so funktioniert. Das ist wirklich die einzige Schräge hier, habe ich hier erwischt. Hier ist alles flach, hier ist alles flach. Hier auf den 5 Meter Streifen. Das ist ein bisschen krumm, die ganze Geschichte. Okay, puh, ich finde, das war ein sehr schöner, geschmeidiger Abstieg, ohne große Probleme. Und ja, ob wir jetzt wieder zurückkommen, bin ich mir nicht so sicher. Aber wir können hier schon mal ein bisschen was machen. Bill? Raus. Raus mit dir. Bitte nicht umkippen lassen. Bleib bitte stehen. Ich mal von der anderen Seite drücke, aber nicht, dass ich dann zu dolle drücke. Oh Mann. So, Bill. Erstmal. Unsere Mondlandung. Tada. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das Interface auszublenden? Ego-Perspektive gibt es nicht, ne? Ja. Also das hat gut funktioniert. Dann einmal eine Oberflächenuntersuchung starten. Das dürfte doch viele Wissenschaftspunkte geben, oder? Wenn wir hier Mondgestein mit zurückschleppen. 138 insgesamt. 108. Stark. Nochmal eine Crewbeobachtung. Ja, 24 nochmal, also an Proben 138 und 90 an Daten über 200. Wir haben jetzt keine Verbindung, deswegen kann ich die Daten noch nicht zurücksenden. So. Gibt es wirklich... Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich speichere erstens mal. Speichern. Das geht sehr, sehr flott, da bin ich echt zufrieden mit. Gibt es eine Taste für... Sorry, hätte ich vorher mal gucken müssen. UI-Skalierung, okay. Eingabe, kann man suchen? Nee, kann man Interface allgemein hier vielleicht Interface ausschalten? Hier, F2, perfekt. Ja, danke Spiel, F2 ist es. Okay, geil, ist gar nicht so schwer, die Tastenkombi. Ja, ist rein. Unsere erste Moonlandung. Sehen wir denn unseren? Da ist er, da ist Corbin. Ein kleiner Schritt für uns.
Nee, 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 mach mal an. So, jetzt müssten wir das Raumfahrzeug wieder betreten, langsam. Jetzt habe ich gerade. So, jetzt müsste er wieder die Rakete drin haben. Okay. Schaffen wir es zurück? Das ist jetzt die Frage. Boah, ich glaube nicht, ey. Ich weiß nicht, wie viel Delta V wir für einen Rückweg brauchen. 1000 haben wir noch knapp. Aber mehr auch nicht. Wir probieren es jetzt einfach mal. Das hier ist alles aus, genau. Dann würde ich sagen, einmal Schub erstmal nach oben oder schon in irgendeine Richtung. Weiß ich nicht. Steht auch schon direkt zum Abschuss bereit. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Kommt die AP. Ich weiß immer nicht, ob man hier gerade nach oben steigt oder direkt hier auch schon so ein, wie so ein Orbit fliegt. Wie man das beim Moon macht. Sonst hatte ich immer genügend dabei, dass ich einfach geradeaus nach oben gestiegen bin. Und dann irgendwann ist er wieder weg von der Gravitation vom Moon und schleudert sich dann automatisch wieder Richtung Kerbin. Mal gucken, ob das reicht. Müsste eigentlich gleich so weit sein, dass wir einen Orbit um Kerbin kriegen. Na komm schon. Ja, noch ein bisschen. Hallo? Ach, hier oben, oder? Das kann jetzt aber nicht stimmen. Also, sorry, aber da haut doch irgendwas nicht hin. Nee. Ah, okay, jetzt. Ernsthaft? So weit weg? Okay, warte mal. Das möchte ich mir nochmal anders anschauen. Ich habe gerade gespeichert, bevor wir los sind. Aha. Okay. Ich hoffe, die Flagge hat es überlebt. Sehr gut. War das jetzt, weil ich einfach gerade weg bin, ja? Dann probieren wir es nochmal so. Gehen wir nochmal Vollschub. Also es würde klappen, aber dass es so weit weg musste, dass er hier von wegkommt, das fand ich ein bisschen... Okay, doch, weil der Winkel fürs Zurückfallen war dann zu gering vermutlich, ne? Naja, gibt es bestimmt wieder wissenschaftliche Worte für, die ich nicht kenne. Probieren wir es mal ein bisschen winkliger. Das sollte doch schon besser aussehen, hoffe ich. Ich hoffe auch, dass da genug da übrig bleibt vom Treibstoff, dass wir dann da auf dem Rückweg da nochmal was anpassen können für den Wiedereintritt. So, jetzt aber hier nochmal rüber. Ich stehe jetzt schon quer, ne? Ob das jetzt früher kommt. Auch nicht? Ernsthaft? Okay. Wir hätten aber eine Periapsis von 1500 oder 1,5 Millionen Kilometer. Ne, 1500 Kilometer, sorry. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir nochmal laden. Aber eventuell... reicht's. Genau, wir müssen ja auch zurück und da können wir auch die Mission abgeben. Die gibt ja auch noch mal einiges an Wissenschaftspunkten. So, aber wir spulen erstmal zur AP vor. Damit wir dann dort wieder hier unten verringern.
Also die Rakete ist für einen Flug zum Mond und vor allem um dort drauf zu landen sehr gut. Fand ich echt optimal. Also optimal ist wahrscheinlich ganz anders, aber für meine Verhältnisse fand ich es echt nicht schlecht. So, warte, nochmal ein Stückchen hier hin. So, genau. Ich gebe nur ganz, ganz wenig Schub, dass wir die Periapsis hoffentlich weit genug runterbekommen. Ich bin mir fast sicher, dass wenn ich jetzt von hier aus, wenn wir die Periapsis auf so 30 Kilometer planen, wenn das überhaupt treibstofftechnisch reicht. Ja, doch, sieht ganz gut aus. Dass wir dann eventuell zu schnell für den Wiedereintritt sind. Aber das probieren wir jetzt mal aus. Okay, ist gleich kein Treibstoff mehr drin. Okay. Jetzt ist er alle. Auf 25 Kilometer. Oh, das wird knifflig. Okay, dann... Was soll's, wir trennen den Kram direkt mal ab und fliegen nur mit dem, was wir brauchen, zurück, in der Hoffnung, dass das funktioniert. So, okay, dann spulen wir mal bis hierhin. Okay, das andere Teil, das fliegt natürlich mit uns mit, das ist hier so ein paar wenige Kilometer, da oben 12 Kilometer, ist das noch bei. Ja, da waren wir, da wollen wir hin, wie die Zeit vergeht. Aus der Entfernung sieht es echt hübsch aus. Also wirklich großartig, der Planet. Okay, na dann. Auf in den Wiedereintritt. Ich bin gespannt. Wenn das klappt, fresse ich echt einen Besen. Das hätte gerade so gereicht. Also ein Schokobesen, keinen echten. Muss auch nur ein Fallschirm überleben. Die beiden äußeren sind mir egal. Wenn der hier oben überlebt, reicht vollkommen aus für die kleine Kapsel. So, jetzt sind wir bei 200 Kilometer. Gibt es eigentlich schon Mods für KSP-2? 100 Kilometer? So, jetzt kommen wir der Geschichte näher. Ja, jetzt richtet sich es nochmal aus. 50 Kilometer, da beginnt der Wiedereintritt. Oh Gott, ich hoffe, das klappt, ey. Jetzt schrumpft die Periapsis enorm. Perfekt, wunderbar. Das heißt, wir schießen auch nicht dran vorbei. Das reicht auf jeden Fall, die 25 Kilometer höher. Puh, da sind wir wieder. Leute, es sieht gut aus. Oh, ich hätte es wirklich, als wir gestartet sind, nicht gedacht, dass das reicht. Als wir dann aber beim Moon waren, dachte ich, ey, auf jeden Fall landen, das klappt. 100%ig. Aber zurück war ich mir noch nicht sicher, aber auch zurück... Da hätte man den Rückflug mit Sicherheit optimaler gestalten können. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wie. Und habe einfach nur gehofft. Ist auch immer viel Hoffen dabei bei der Raumfahrt. Einfach hoffen. Okay, hier verglüht auch nichts sehr optimal. Ey. Kann man denn irgendwo... Ach hier, wenn das auf 0 ist wahrscheinlich... Ist er dann kaputt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder leitet der 0,19 von maximal 0,2 ab? Keine Ahnung. Was ist das hier? So, wir sind bei 25 Kilometern. Und Tendenz natürlich sinkend, Gott sei Dank. Ja, sehr gut. Wir kommen auch im Meer runter, oder? Ja, vielleicht sogar hier an Land. Da könnten wir nochmal eine Probe nehmen. Ja, sieht gut aus, dass wir hier an Land runterkommen. Sehr schön. Wir haben es überstanden. Hitze wird weniger. Ja, noch nicht ganz vielleicht, aber gleich. Yes! Ey Leute, wir haben es geschafft. Wird das... Ja, doch. Wir müssten hier irgendwo auf dem Land runterkommen. Ich hoffe noch wenigstens hier maximal, dass wir nicht hier drüben ins Wasser stürzen. Okay, wieder Eintritt. Der ist so gut wie abgeschlossen. Noch irgendwie 2 Kilometer, dann hört das hier auch auf. Ah, der ist schon vorbei. Yes! Ja, ich freue mich. Sehr sogar, dass das so gut funktioniert hat. Wir bringen viele Daten mit. Wir haben die Mission erledigt. Dann kriegen wir wieder neue Missionen. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Und jetzt hier mein Lieblingsfreund F2. Ach so, nicht vergessen, die Fallschirme zu zünden. Oh nein, wir landen jetzt echt in der Pfütze hier, oder was? Ja, nicht ganz, oder? Wenigstens am Strand. Komm hier irgendwo runter. Ja. Wenigstens da drüber hinweg. Ah, das wird knapp. Ja, wobei. Na ja, doch, das könnte am Strand werden, ja. Ja, nee, oder auch nicht. Nee, reicht nicht. Fallschirm? Hallo? Aha! Du blöder Fallschirm, geh auf! Ah! Oh, gerade nochmal gespeichert. Warum ging der Fallschirm jetzt nicht auf? Was war da jetzt schief? Warum? Jetzt geht's, ja, okay. Hä? Ich konnte die gerade nicht öffnen. Ist das das, was ihr manchmal meintet, wenn man hier so eine Gruppe nicht bedienen kann? Okay, cool. Na, jetzt geht's immerhin. Gut, dann sinken wir so mal zum Boden. Ja, Bill. Weiß auch nicht, warum es den jetzt immer reinsetzt in die Rakete, statt den Jebediah. Ja, da öffnen sie sich. Perfekt. Sehr, sehr cool. Sind natürlich arschlangsam, ne? 6 Meter pro Sekunde. Also da lande ich besser auf dem Mond. Aber das ist ja nur die erste kleine Hürde hier, der Moon, ne? Das ist der nächste Himmelskörper. Und auch eigentlich echt kein Ding, dahin zu kommen. Da gibt es dann später noch ganz andere Geschichten. Ich weiß noch, als ich damals mal auf bei KSP1 war es Eve oder war es Duna oder war es Dres? Jedenfalls auf einen der anderen Planeten mit Atmosphäre. Mit Atmosphäre. Alles vorbereitet, dahin geflogen. Ich komme dort an nach ewig langer Zeit und beim Wiedereintritt denke ich mir, oh Moment mal, ist ja gar nicht wie auf dem Mond. Ich brauche ja hier auch Fallschirme. Habe ich natürlich keine dabei gehabt. Also alles wieder von Anfang an. So, perfekt. Da sind wir. Ast rein. Können wir nochmal eine Untersuchung machen? Nee, nicht wirklich. Okay, komm. Wir holen die Kiste rein. Passt. Raumfahrzeug bergen. Jawohl. Yes. Ja, Leute. Gab sogar. Top. So. Das nächste primäre Ziel ist, lande auf der Oberfläche des Moon. Okay. Kriegen wir hin. Ja, nehmen wir auf jeden Fall schon mal an. Dann, aber es ist gut, dass wir das schon mal getestet haben und wissen, theoretisch geht's. So, stelle eine Flagge in eine Mare auf dem Moon auf. Und was ist das? Nimm eine Umlaufbahn um Körben ein, deren AP und PE jeweils zwischen 99 und 101 Kilometer liegt. Okay, das können wir machen. Das können wir vielleicht verbinden mit so einer kleinen, mit so einer ersten kleinen Sonde. Die wir da mal hochschießen. Machen wir. Cool. Dann halt, wir können ja hier direkt ins F- und E-Zentrum. Wie viele Punkte haben wir denn? 591. Wollte ich hier noch was mitnehmen? Nee, erstmal nicht. Auch die langen Streckensonden. Doch, die nehmen wir jetzt mal mit. Gerade für die erste kleine Sonde, die wir dann mal bauen wollen. Docking-Module nehme ich jetzt auch schon mal mit. Die Traversen, das hier unten lassen wir erstmal. Monotreibstoff brauche ich aktuell nicht wirklich. Das sind ganz kleine Hitzeschilddinger und so weiter. Erstmal nicht. Ich würde vorschlagen, wir investieren erstmal in die mittleren Orbitalraketen. Ja. Was ist das denn? Thunfischdose MK2. Ach so, das ist so ein Cockpit. Okay.
So, 260 haben wir noch. 300 kostet das. Treibstoffleitung, auch geil. Da hatte ich damals um Kirbin eine riesige Raumstation gebaut mit einem Haufen Treibstofftanks, die ich dann immer wieder befüllt habe. Da bin ich mit den Raketen dorthin, habe die nachgeladen und dann zack ging es weiter. So, verbesserte Elektronik, auch schön. Solarmodule, endlich die ausklappbaren Solarmodule. Die ganzen Sachen hier kennt man schon aus dem ersten Teil. Fernsteuerungseinheit. Für große Satelliten und Sonden. Ja, sowas, genau, Satellit. Ich kam nicht auf das Wort Satellit, ich habe gerade Sonde gesagt. So ein Satellit würde ich bauen. Also das ist schon mal ganz gut. Was haben wir hier noch? Erweiterte Konstruktion, nö. Das geht dann hier später natürlich in andere schöne Sachen, gerade hier Nutzlast und so weiter. Präzise Aerodynamik. Wir nehmen mal die verbesserte Elektronik noch mit. So, perfekt. Und dann machen wir in der nächsten Folge, die ich vielleicht gleich noch aufnehme. Muss ich mal schauen. Erstmal machen wir hier bitte. Ist egal. Wir können es auch bei Nacht lassen. Ich wollte jetzt nur, damit ihr was seht, aber ich glaube, ein bisschen ein paar Lichter hier hinten seht ihr noch. Ja, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit den Missionen, die wir haben. Und zwar als erstes, wir bauen mal eine kleine Rakete, die dann bloß einen Orbit macht, der zwischen 99 und 101 Kilometer AP und PE hat. Und da bauen wir uns direkt einen kleinen Satelliten für zusammen, den wir da hochschießen. Dann bleibt er da bis zum Ende seiner Tage und kreist und kreist und kreist und hat da Spaß. Und dann müssten wir nochmal auf dem Mond landen. Auf dem Moon, ihr wisst, ne, Mond, Moon, einen dasselbe. Und auch nochmal eine Flagge stellen. Gut, das haben wir jetzt schon gemacht. Kann das Spiel ja nicht wissen. Aber okay, sehr gut. Wir waren erfolgreich. Das hat mehr oder weniger auf Anhieb funktioniert. Die Landung fand ich sehr schön. Der Hinflug lief echt optimal. Nach dem Start bis zur Atmosphäre dachte ich noch, oder bis wir raus sind aus dem Orbit, dachte ich, wird vielleicht doch knapp, aber dann wird es besser und der Rückflug war auch noch mal ein bisschen knapp. Aber ja, Stress hat es noch nicht verursacht, ist alles noch im Rahmen geblieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.